Halloween steht nun wieder vor der Tür und auch in diesem Jahr gibt es eine große Halloween-Woche, die von dem Kanal Amerikanisch Kochen ins Leben gerufen wurde. Zusammen mit Amerikanisch Kochen, Mrs. Flori, Cook Bakery und meine Wenigkeit haben wir für euch 7 tolle Rezepte und Torten vorbereitet, die auf keiner Halloween-Party fehlen sollten. Zu den anderen Videos gelangt ihr, indem ihr einfach auf die Bildchen klickt. Ich verlinke sie euch aber auch nochmal unter dem Video in der Infobox. Ich habe heute diese 3-stöckige Topsy-Turvy-Torte für euch vorbereitet. Los geht's mit der unteren Torte. Hier habe ich 3 Schokokuchen gebacken in einem 26 cm Backrahmen, habe diese am Tag zuvor schon gebacken. Jetzt waren sie nämlich gut ausgekühlt und ich kann sie super weiterverarbeiten. Ich habe unten drunter ein Cakeboard gegeben, was ich 4 cm kleiner geschnitten habe, weil der Kuchen nachher noch zurechtgeschnitten wird. Getränkt wird der Kuchen mit Kirschsaft und gefüllt mit Marmelade. An Rezepten könnt ihr natürlich sehr variabel sein. Die Rezepte, die ich in meinem Video verwendet habe, verlinke ich euch alle in der Infobox. Ich habe jetzt alle 3 Schokokuchen aufeinander gestapelt und anschließend die Torte zurechtgeschnitten. Da das Ganze ja auch ein Kürbis werden soll, habe ich sie natürlich auch entsprechend rund geschnitten. Hier ist es natürlich auch wichtig, deswegen sollte das Cakeboard auf jeden Fall kleiner sein. Hier seht ihr das nämlich, da wir ja unten auch eine Rundung haben, muss das Cakeboard auf jeden Fall kleiner sein wie der Kuchen. Da ich ja eine schiefe Topsy-Turvy-Torte mache, schneide ich auch die Oberfläche nochmal etwas schief, klebe noch mit Marmelade das ein oder andere Eckchen an, wo noch was gefehlt hat, arbeite nochmal ein paar Details aus. Und bestreiche die Torte anschließend mit einer zartbitter Schokoladenganache. Hierzu hatte ich mir eine Portion vorbereitet, habe diese abkühlen lassen, so lange bis sie eine Nutella-artige Konsistenz hat, gebe hier eine erste Schicht auf meinen Kuchen drauf. Die muss auch noch nicht ganz so ordentlich und sauber gefertigt sein. Hier geht es in erster Linie darum, dass die Torte damit fester wird und auch die Krümel gebunden werden. Anschließend geht die Torte für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank, damit die Ganache fest werden kann. Und dann arbeite ich eine zweite Schicht Ganache oben drüber. Das mache ich nun so lange, bis ich mit meinem Ergebnis zufrieden bin, stelle die Torte wieder in den Kühlschrank zurück und arbeite an der nächsten Etage weiter.
hier habe ich einen Wunderkuchen gebacken, beziehungsweise ich habe das anderthalbfache Wunderkuchenrezept gebacken in 20 cm Backformen. Auch hier nehme ich ein kleines Cakeboard, welches ich natürlich auch wieder 4 cm im Durchschnitt, also 16 cm geschnitten habe. Gefüllt wird der Kuchen mit italienischer Buttercreme und tränken tue ich ihn mit Läuterzucker. Läuterzucker, das ist ein Zuckersirup, den ich aus Zucker und Wasser gekocht habe. Eine Anleitung dazu findet ihr in der Infobox. Mein Kuchen war unglaublich fluffig gewesen. Ich hatte zuerst etwas Schwierigkeiten, habe ihn jetzt erstmal in den Kühlschrank gestellt, damit die Buttercreme fest werden kann und anschließend die Torte zurechtgeschnitten. Eine Topsy-Turvy-Torte wird nach unten konisch geschnitten, also nach unten schmaler geschnitten und deshalb ist es auch hier wichtig, dass das Cakeboard unten drunter kleiner geschnitten wird wie die eigentliche Torte. Auch hier wird die Oberfläche schief geschnitten. Ich setze das Messer in der Mitte an, schneide schräg runter und klebe dieses abgeschnittene Stück einfach hier auf die andere Seite drauf. Anschließend bestreiche ich die Torte mit einer weißen Schokoladenganache, die ich mir auch schon vorbereitet hatte, habe sie abkühlen lassen. Und nun, auch wie bei der unteren Torte, streiche ich eine erste Schicht, damit meine Torte nach dem Kühlen stabiler ist und vor allem auch jetzt erstmal die Krümel gebunden sind. Nach einer etwa 30-minütigen Kühlzeit arbeite ich anschließend die zweite Schicht Ganache obendrauf. Die Seiten klette ich mit einer Teigkarte. Und auch die Oberfläche streiche ich mit einer Winkelpalette schön glatt, dass die Kante auch schön kantig ist und ich vor allem keine Krümel oder Dellen noch auf der Oberfläche habe. Auch diese geht wieder in den Kühlschrank zurück und ich arbeite mit der obersten, mit der kleinen Torte weiter. Hier habe ich einen Zitronenkuchen gebacken, habe mir den Teig aufgeteilt, einmal in Orange und einmal Grün eingefärbt, auch diesen natürlich auskühlen lassen und fülle diese mit einer Zitronenbuttercreme. Hier habe ich die italienische Buttercreme, die ich jetzt von der mittleren Etage noch übrig hatte, mit etwas Lemon Curd aromatisiert. Fülle die Torte damit. Und auch hier, das habe ich eben vergessen zu sagen, habe ich das Cakeboard kleiner geschnitten. Der obere Kuchen hatte einen Durchmesser von 14 cm, das Cakeboard einen Durchmesser von 10 cm. Und in der Mitte dieses Cakeboards habe ich ein Loch geschnitten, da ich das Ganze nachher mit einem Holzstab fixiere. Auch diese geht in den Kühlschrank zurück, damit die Buttercreme-Füllung fest werden kann und anschließend schneide ich sie genauso wie die mittlere Torte zurecht. Mit der übrigen Buttercreme habe ich die Torte dann auch in zwei Schichten eingestrichen.
Auch diese Torte habe ich dann in den Kühlschrank gestellt, damit die Buttercreme fest werden konnte, bevor ich dann alle drei Torten mit Fondant eingeschlagen habe. Für die untere Torte habe ich 800 Gramm Fondant weich geknetet, orange eingefärbt. Hierzu habe ich Lebensmittelpastenfarbe in orange und ein klein wenig rot genommen. Rolle dies dann auf etwas Speisestärke aus. Hole die Torte aus dem Kühlschrank, besprühe sie mit etwas Backtrennspray, da die Oberfläche nun sehr trocken ist und der Fondant ansonsten nicht kleben bleiben würde. Zum faltenfreien Einkleiden ziehe ich den Fondant unten immer etwas weg und streiche von oben nach unten mit meiner rechten Handkante den Fondant nach unten aus. Anschließend nehme ich erstmal den groben Überstand weg, nehme mir anschließend ein Schneidetool, drücke damit den Fondant unter die Torte und schneide diesen gleichzeitig damit ab. Das mache ich einmal rundherum und anschließend präge ich die Vertiefungen nochmal mit einem Modelliertool aus und strukturiere meine Kürbistorte mit einem spitzen Tool. Damit die Torte noch realistischer aussieht und vor allem auch gruseliger, habe ich sie noch mit roter und brauner Lebensmittelpuderfarbe abgepudert. Für die mittlere Torte habe ich 700 Gramm Fondant blau eingefärbt. Hierzu habe ich drei verschiedene Farben genommen. Einmal ein Indigo-Blau von Patti Versand, einmal ein Royal-Blau und Schwarz von Wilton. Auch diesen habe ich weich geknetet und auf etwas Speisestärke ausgerollt und schließlich meine Torte damit eingedeckt. Auch hier lege ich erstmal den Fondant locker auf die Torte auf. Ziehe anschließend den Fondant seitlich von der Torte weg und schiebe mit der rechten Handkante den Fondant von oben nach unten faltenfrei aus. Einmal rundherum, anschließend den Überstand komplett wegnehmen und mit einem Tortenkletter die Torte kletten. Anschließend wird auch noch die obere Torte genauso wie die untere Torte eingekleidet, mit dem Unterschied, dass ich hier 500 Gramm Fondant in Gelb eingefärbt habe. Meine Torten stehen nun alle drei im Kühlschrank und nun bereite ich mir ein Cakeboard vor. Ich verwende als Cakeboard sehr gerne Kaperplatten. Das sind Leichtschaumplatten, die ich mir im Architekturbedarf kaufe. Das sind immer große Platten und aus diesen schneide ich mir mit einem Bastelskalpell oder mit einem Cuttermesser immer passend mein Cakeboard
aus, was ich zuvor mit einem Zirkel in einem Durchmesser von 30 cm angemalt habe, schneide dieses dann aus und kleide es mit schwarzem Fondant ein. Diesen lege ich zuerst lose auf das Cakeboard auf und klebe ihn anschließend, wenn er rundherum nämlich auch wirklich passt, mit Zuckerkleber fest. Diesen Zuckerkleber könnt ihr fertig kaufen, ihr könnt ihn aber auch selbst herstellen. Wie ihr das macht, das findet ihr unten beschrieben in der Infobox. Auch hier nehme ich den Überstand mit einem Marzipanmesser weg und klette mit einem Tortenkletter die Oberfläche. Damit der Fondant auf dem Cakeboard etwas antrocknen kann, habe ich es nun auf die Seite gelegt. Hier ist es sinnvoll, wenn ihr dies auch schon einen Tag zuvor macht. In der Zwischenzeit kümmere ich mich aber noch um die Deko der Torte. Hierzu habe ich mir einfach meine Vorlagen auf Papier gebracht, ein paar Häuschen, die ich aufgemalt habe, eine Fledermaus, die ich mir aus dem Internet ausgesucht habe. Das Ganze habe ich auf Papier gebracht, ausgeschnitten und dieses dient mir nun als Schablone, um den schwarzen Fondant damit auszuschneiden. Aus orangefarbenen Fondant, den ich vom Einkleiden der unteren Kürbistorte noch übrig hatte, habe ich mir noch kleine Kürbisse geformt. Nun wird die Torte aufgestapelt. Dazu nehme ich mir das vorbereitete Cakeboard, gebe in die Mitte etwas Schokoladenganache, die ich noch vom Einstreichen übrig hatte, gebe hier die untere Torte drauf und durch die Ganache unten drunter bleibt die Torte nämlich auch nun kleben, sodass sie nicht verrutscht. Das Ganze muss natürlich stabilisiert werden, damit die Torten durch das Gewicht nicht ineinander sinken und ich mache das heute mit dicken Cocktailstrohhalmen. Diese stecke ich in die Torte hinein und kürze sie mit einer Schere. Anschließend gebe ich auch hier in die Mitte etwas Schokoladenganache und gebe die mittlere, die blaue Torte obendrauf. Bitte seid hier ganz, ganz vorsichtig. Das Ganze ist ja eine schiefe Topsy-Turvy-Torte, dass euch die Torte nicht herunterrutscht. Nun werden die Torten stabilisiert, indem ich hier ein China-Stäbchen nehme. Das habe ich unten mit einem Bleistiftspitze angespitzt, stecke dieses einmal komplett in die Torte hinein. Und dadurch, dass ich unten eine Kaperplatte, eine Leichtschaumplatte habe, kann ich dieses China-Stäbchen nämlich bis ganz durchschieben und so sind meine Torten richtig gut stabilisiert und können nicht mehr verrutschen. Auch hier stecke ich natürlich ein paar Strohhalme rein und gebe die obere Torte obendrauf. Und dadurch, dass ich zuvor in das Cakeboard der oberen Torte ein Loch hineingemacht habe, kann ich diese problemlos auf den Spieß aufsetzen. Anschließend wird die Torte mit den Deko-Elementen dekoriert. Und die schwarzen Häuschen natürlich noch mit gelben Fenstern und Türen versehen.
Auch die Kürbisse verteile ich noch rundherum um die Torte. Arbeite mit grünem Fondant, den ich einfach nur zu Strängen gerollt habe, noch weitere Details aus. Und dekoriere zum Schluss die Torte noch mit einem Happy Halloween Schriftzug, den ich mir aus einem Buchstabenset ausgestochen habe. Ein Zierbändchen kommt anschließend noch um das Cakeboard drumherum, welches ich im hinteren Bereich mit einer Stecknadel fixiere. Ganz besonders würde ich mich noch freuen, wenn ihr auch mal bei meinen Kolleginnen vorbeischaut. Zu deren Videos gelangt ihr einfach, indem ihr auf die Bildchen klickt oder ich verlinke sie euch auch in die Infobox. In der Infobox findet ihr auch alle Produkte, genauso die Rezepte, die ich heute verwendet habe.